kennst du mich nicht. Ich bin's Charlie. Lea, ich bin's dein Bruder. Ich wollte nur gucken, wie es dir geht. Du bist das. Bist du vielleicht durch den Wind, hä? Keiner tut dir ja was. Alles wird gut, Lea. Alles wird gut. Hey, Lea, was ist los? Sie hat mich verwechselt. Du hast ihn gesehen, oder? Peter? Quatsch. Ich habe einfach nur schlecht geträumt. Und dann war da dieser Schatten. Ich habe mich total erschrocken, als Charlie reingekommen ist. Lea. Du bist mit dem Messer auf mich losgegangen. Lass mich einfach nur wieder schlafen. Hey. Ich bin doch jetzt bei dir. Gute Nacht. Wir reden morgen. Das war kein schlechter Traum, oder? Das war eine Halluzination. Er sah total echt aus. Ich war mir sicher, dass er es war. Mann, Lea, so kann es doch nicht weitergehen. Du musst was machen. David! Hallo, du, ich wollte fragen, ob... Hallo. Ja. Ich hole dann mal den Kaffee. Schwarz. Ja. Mit zwei Stück Zucker. Ja. Was macht die denn hier? Also... Das Angebot, das war meines. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier alles alleine schaffen soll. Die Abwicklung, das neue Büro. Ich brauche dringend eine neue Assistentin. Und da fragst du Konstanz, David, ist das dein Ernst? Diese Sektentypen haben sie total mies behandelt. Die haben sogar ihr Bankkonto löschen lassen. Oh, die Arme. Sie ist jetzt pleite. Und ich brauche Hilfe. David. Sie war Teil dieser Verbrecherbande. Ja, aber sie hat mir alles erklärt, wie sie da reingerutscht ist. Dieser Arch hat sie ausgenutzt und instrumentalisiert. Mir wär's lieber, sie würde verschwinden. Im Prinzip ist sie doch auch nur ein Opfer. Genauso wie ich. Ich hab mir einfach leid getan. Ich weiß nicht. Toni, ich habe auch erst Nein gesagt. Aber dann dachte ich, es wäre besser, ihr zu helfen, einen Ausstieg aus dieser Sekte zu finden. Toni, du hast doch immer zu mir gesagt, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Langsam wird's langweilig. Kann ich jemand anders gewinnen? Du bist sowas von ausgebucht. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr keine abbekommt. Ja, deinen letzten Bluff hätte selbst Bruno durchschaut. Du bist einfach zu gut. Die Wahrscheinlichkeit für Heidis letzten Dreier lag angesichts der bereits verteilten Karten bei unter 10%. Ich war mir so sicher, dass du blöffst. Ja, nicht mit drei Damen. Ach, du hast doch gezinkte Karten in den Ärmeln gehabt, oder? Ich hab gar keine Ärmel. Ach so, stimmt. So, das müsste bis Montag reichen, ne? Dein Gewinn beträgt 103 Marshmallows. Und 37, die bereits gegessen wurden. Ja, danke, Valentin. Das erspart mir das Kalorienzählen. Wieso ist noch nicht gepackt? Ob das so eine gute Idee ist mit Konstanze in deinem Büro? Sie kann ihren Job. Sie hat sich als Investmentberaterin fortgebildet. Und sie kennt die Branche. Ja, aber sie war deine Gegnerin. Also geschäftlich gesehen. Glaubst du wirklich, du kannst ihr vertrauen? Ich vertraue darauf, dass sie mir die Regale ordentlich einräumt und dass sie mir guten Kaffee kocht. David, jetzt mal im Ernst. Ich verstehe, dass du ihr eine Chance geben willst, aber mir ist irgendwie nicht wohl dabei, dass sie Einblick in deine Geschäfte hat. Die ganz geheimen Sachen, die verrate ich ihr auch nicht. Zum Beispiel? Zum Beispiel meine Kontakte zur russischen Mafia. Yeah.
Sie hat doch sonst nichts. Sie wüsste nicht mal, wohin. Du hast eben doch ein gutes Herz. Wieso eben doch? Na, trotz deiner Kontakte zur russischen Mafia. Ja. War lustig gestern. Ja. Ich hab mich fast bepisst vor Lachen, als Charlie die Arschbombe vorgespielt hat. Ja, war echt nett. Was ist denn? Freust du dich gar nicht, dass ich wieder fit bin? Bist du, ja? Hey, ich komm schon klar. Jetzt solltest du doch mal mit der Busch reden. Ich will aber nicht. Ich bin froh, dass er endlich aus unserem Leben verschwunden ist. Ach ja, ist er das? Und was ist da mit deinen Hallus? Dann wird es Charlie fast ein Messer in den Bauch gerammt. Jetzt fang ich schon wieder damit an. Mir geht es gut. Jetzt Ende aus. Ich will mit niemandem mehr darüber reden, schon gar nicht mit der Busch. Worüber wollt ihr auf keinen Fall mit mir sprechen? Hallo. Hallo. Wir sprechen gerade darüber, dass Lea sich mal mit Ihnen unterhalten will. Das wird mich freuen. Komm doch einfach mal vorbei, nach der Sprechstunde. Ich melde mich dann. Heute Abend hätte ich Zeit zum Beispiel. Ja, heute Abend, da habe ich schon was vor. Was denn? Ich weiß eh nicht, worüber wir groß reden sollen. Okay. Komm vorbei, wenn du magst. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Vergiss es. Ich gehe da nicht hin. Und, wie war dein Pokerabend? Ich habe den Jungs die Hosen ausgezogen. Bildlich gesprochen. Ich habe gewonnen. Wow, wie viel? Etwas über 100 Marshmallows. Ja, gratuliere, das ist doch richtig was. Tja, Glück im Spiel. Pech mit Carlos. Ist doch nicht so einfach, die Kumpelrolle. Er hat nach 4 Stunden Poker nicht mal bemerkt, dass ich ein ärmelloses Kleid anhabe. Als Frau bin ich für den eine Glasplatte. Dann schlag ihn dir aus dem Kopf. Besser, wenn er nie erfährt, dass du dich in ihn verknallt hast. Ich werde es ihm bestimmt nicht sagen. Aber leicht ist das nicht, mit dem Kribbeln im Bauch neben ihm zu sitzen und einen auf Best Buddy zu machen. Wie wirst du ihm denn aus dem Weg gehen? Totale Funkstille? Nee, das will ich doch gar nicht. Mir liegt was an der Freundschaft mit Carlos. Guten Morgen. Hey, guten Morgen. Wartet mal. Moment. Was machst du eigentlich noch hier? Ich denke, du bist mit dem Sektenpack verschwunden. Frau Riemer arbeitet jetzt für mich. Sie tut was? Herr Verhaag, vielleicht ist es besser, wenn Sie schon mal vorausgehen. Ich komme gleich nach. Ja, klar. Wiedersehen. Bis gleich. Hör zu, Sülo. Ich weiß, dass wir in den letzten Jahren nicht gerade das beste Verhältnis hatten. Das ist schwer untertrieben. Ich möchte den Leuten hier beweisen, dass ich auch ein anderer Mensch sein kann. Du musst niemandem was beweisen. Verschwinde einfach. Ich werde hier nicht wieder alles aufgeben. Ich wüsste nicht, was das sein soll, was du hier aufgibst. Hier weint dir niemand deine Träne nach. Bruno ist hier. Vergiss es. Hör zu, Sülo. Verhaag hat mir eine Chance gegeben und ich werde diese Chance auch nutzen. Deine Rückkehr war deine letzte Chance. Ich weiß zwar nicht, wie du David rumgekriegt hast, aber mir machst du nichts mehr vor. Ob es dir gefällt oder nicht, ich werde hier bleiben.